Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Auch am Donnerstag standen wieder Rekorde auf der Tagesordnung beim DAX. Er überwand erstmalig die 14.800er Marke und markierte 4 Punkte darüber ein neues Allzeithoch. Das gestrige Tagesplus, das betrug 1,2%. Blicken wir direkt nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke. Guten Morgen, Franziska. In den letzten 2 Wochen haben wir beinahe täglich neue Rekorde beim DAX gesehen. Könnte dies auch heute wieder der Fall sein? Grundsätzlich ist die Stimmung positiv, heute an diesem Freitag aber eben genau nicht. Das heißt, heute sind neue Rekorde eher unwahrscheinlich. Und wirft man einen Blick auf die Vorgaben, dann sehen wir da ganz viel Rot. Nikkei, Hang Seng und Shanghai Composite alle richtig kräftig im negativen Bereich. Beim Hang Seng geht es sogar über 2% nach unten. Der Nikkei hat sich mit einem Minus von 1,4% in das Wochenende verabschiedet. Beim Dow gestern auch nochmal neue Rekorde. Dann hat der Dow aber ins Minus gedreht und am Ende ist er 0,5% schwächer aus dem Handel gegangen. Den US-Technologiesektor Nasdaq hat es aber noch mal deutlicher getroffen, 3,1% das Minus. Grund dafür einmal mehr der Anstieg der Anleiherenditen. Und diese schwachen Vorgaben, die werden wohl auch auf die Stimmung hier beim deutschen Leitindex drücken. Nachdem wir gestern ja das erste Mal eben über der 14.800-Punkte-Marke waren, erwarten wir den DAX heute hier unter der 14.700-Punkte-Marke. Also erst einmal Rückzug. Auf Wochensicht gesehen hat man aber trotzdem schon einiges ja an Boden gut gemacht. Und Grund dafür ist zum einen heute großer Verfall, zum anderen die wieder aufflammenden Pandemiesorgen und dann eben letztlich auch die Gewinnmitnahmen, weil es zuletzt am Markt gut gelaufen ist. Vielen Dank für den Überblick, Franziska. Nach diesem Ausblick kommen wir zur Marktidee. Heute ist dies Amazon. Die Aktie von Amazon, die hatte vom Corona-Crash-Tief im März 2020 dynamisch bis auf ein im September verzeichnetes Allzeithoch bei 3.552 US-Dollar zulegen können. Seither prägt eine seitwärts gerichtete Korrekturbewegung das Kursgeschehen. Zuletzt stiegen die Risiken auf der Unterseite an. Die Rückeroberung der 200-Tage-Linie scheiterte. Im gestrigen Handel rutschte das Papier wieder signifikant darunter auf ein Wochentief. Weitere Details entnehmen Sie einer ausführlichen Chartanalyse zu Amazon und die gibt es unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann am Montag an dieser Stelle mit Ideas Daily TV wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.